So, hallo. In diesem Video zu linearen Zusammenhängen geht es darum, wie man eine Geradengleichung, eine Funktionsgleichung erstellt, wenn man zwei Punkte dieser Geraden kennt. Im vorletzten Video habe ich euch gezeigt, wie man aus den Angaben ein Punkt und die Steigung sind bekannt, die Geradengleichung berechnen kann. Und hier geht es darum, eben wenn zwei Punkte vorgegeben sind. Gut, machen wir uns das einfach an einem Beispiel klar. Beispiel Nummer 1. So. Also gegeben sind zwei Punkte. P minus 3 und 15. Und Q hat die Koordinaten 7 und minus 45. So, man sieht also schon gleich, also zeichnen. Ja, zeichnen ist möglich, aber nicht so sinnvoll. Also wir müssen die Geradengleichung ausrechnen. Gesucht ist eben die Geradengleichung. So, die bekannte Form f von x gleich mx plus b. Und die wollen wir jetzt haben. Jetzt überlegen wir, wie war denn das im, wie gesagt, vorletzten Video? Da war Punkt gegeben und die Steigung. Der Punkt mit den Koordinaten x und y. Konnte ich hier einsetzen für x bzw. für f von x und m war gegeben. So, und dann hatte ich eine Gleichung mit nur noch einer unbekannten b und die konnte ich dann ausrechnen. Das ist hier nicht der Fall. Also wenn ich m hätte, dann wäre es einfach. So, aber im letzten Video, da habe ich euch ja erstmal gezeigt, wie man aus zwei Punkten, die man kennt, die Steigung der Gerade berechnet. Aha. Also zwei Punkte haben wir, aus denen können wir die Steigung berechnen. Und wenn wir die Steigung haben, ja, dann ist es ja ganz einfach. Dann machen wir es wie bei der Aufgabe mit Punkt und Steigung. Gut, fangen wir also an. So, also Rechnung. Was habe ich gesagt? Oder was haben wir gesagt? Wir berechnen erstmal m. Dazu haben wir die bekannte Formel y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1 im letzten Video, sagen wir mal, hergeleitet. Ja, und jetzt müssen wir es nur noch einsetzen. So, jetzt machen wir uns klar, hier haben wir x und y, hier haben wir x und y. Ja, was ist denn jetzt 1 und 2? Naja, das ist der erste Punkt, also nennen wir diese Koordinaten x1 und y1. Schalte schon mit 2 hin. So. Der erste Punkt ist und der zweite Punkt kriegt dann x2, y2. Gut, und jetzt müssen wir es nur noch einsetzen. Also y2 ist minus 45. Ja. Da wollte ich jetzt doch eine andere Farbe wieder nehmen. So, also minus 45. Minuszeichen aus der Formel und y1 ist 15. Voilà. So, x2 finden wir hier, ist 7, ein Minus aus der Formel und x2. 1 ist minus 3. Darauf habe ich im letzten Video auch schon darauf hingewiesen, auf die Problematik. Das erste Minus hier kommt aus der Formel, das zweite aus der Koordinate. Die muss man auch beide hinschreiben. Ne? Minus, minus gibt plus, also steht da 7 plus 3, das ist 10. Und hier oben haben wir minus 45, minus 15 sind zusammen minus 60. So, minus durch plus gibt minus, das Endergebnis ist also negativ. 60 durch 10 ist 6. Das ging ja zum Glück einfach. Also ist die Steigung minus 6. Gut, m haben wir berechnet und jetzt müssen wir nur noch b berechnen. Ja, und wie wir das machen, haben wir, wie gesagt, im vorletzten Video gesehen. Ein Punkt ist bekannt, die Steigung ist bekannt. Ja, dann müssen wir doch alles nur einsetzen. Also Ansatz lautet wieder f von x gleich mx plus b. Ja, schreibt euch immer erst die Formel hin, die allgemeine Formel. Sei es für die Steigung oder für die Geradengleichung und setzt dann ein, dann vermeidet ihr unnötige Fehler. So, gucken wir mal. F von x ist, ja, jetzt haben wir ja zwei F von x-Werte. Wir haben hier mit y1 quasi einmal eine y-Koordinate. Hier nochmal. Welche nehmen wir denn? Was? Das ist egal, meint er? Ja, gucken wir uns das mal an, ob das egal ist. Also, ich nehme jetzt mal den Punkt P heraus. Also setzen wir ein, 15 ist gleich, wo haben wir m? Hier, minus 6, mal x, minus 3, plus b. Gut,
Minus 6 mal minus 3 macht 18 plus b. Also ist b 18 rüberbringen minus 3. Das heißt, die Geradengleichung hat die Funktion f von x gleich minus 6x minus 3. Hier haben wir m, hier haben wir b. So, und jetzt habt ihr gesagt, es ist ja eigentlich egal, welchen Punkt wir nehmen. Dann müsste ja eigentlich bei der Rechnung mit q das Gleiche rauskommen. Schauen wir uns das mal an. Also gleicher Ansatz. F von x ist der y-Wert, also jetzt hier minus 45. M ist wieder minus 6 und x ist 7. Also minus 45 ist gleich minus 42 plus b. Jetzt müssen wir 42 auf die andere Seite bringen. Plus 42 bleiben minus 3. Ja, das ist genau das gleiche wie im ersten Fall. Minus 6x minus 3. So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, vielleicht ist das ja Zufall, ne? Vielleicht ist das Beispiel gerade so gewählt, dass halt eben mal einmal zufällig so hinkommt. Nein, das muss immer so sein. Und das kann man sich an einer Skizze nochmal vielleicht klar machen, dass das kein Zufall ist. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Wische ich mal hier das zweite Beispiel nochmal weg. So, der Platz müsste reichen für eine Skizze. So, ich habe im Koordinatensystem zwei Punkte. So, aus diesen beiden Punkten oder aus den Koordinaten habe ich ja hier die Steigung berechnet. Da fließen sowieso beide Punkte ein, das heißt die Steigung minus 6, die gilt. So, und diese Rechnung heißt jetzt, ich nehme mir den ersten Punkt heraus, so, und zeichne von dem aus mit Hilfe der Steigung die Gerade. Das heißt, nehmen wir mal grün, ich starte an diesem Punkt und habe die Steigung minus 6, das heißt, ein Schritt nach rechts, sechse nach unten und so weiter. Das ist jetzt kein Gefälle von minus 6, das ist ein bisschen flacher, aber es liegt daran, so. Und dann komme ich am Ende durch diesen Punkt, durch den zweiten Punkt Q. Muss das so sein? Ja, natürlich, denn ich habe ja quasi mit diesem Steigungsdreieck die Steigung berechnet. Das heißt, diese Gerade verläuft von Punkt P aus mit der Steigung minus 6 durch Punkt Q. Ja, und andersherum ist es genauso. Wenn ich jetzt mit Punkt Q starte und die Steigung minus 6 eintrage, gut, dann würde ich sie vielleicht erstmal, wenn ich nach rechts gehe, nach hier weiterzeichnen, aber eine Gerade ist unendlich lang. Das heißt, ich kann sie auch in die andere Richtung fortführen und dann muss ich wieder durch den Punkt P kommen, weil ich ja eben genau mit diesem Steigungsdreieck die Steigung berechnet habe. Also es ist vollkommen egal, welchen Punkt wir nehmen, P oder Q, um hier in dieser zweiten Rechnung B zu berechnen. Ihr solltet vielleicht immer nur darauf achten, gibt es vielleicht einen Punkt mit sehr angenehmen Koordinaten. Ne? Wenn der erste Punkt die Koordinaten minus 3, 15 hat und der zweite vielleicht 0,7839, hast du nicht gesehen. Und die Y-Koordinate ist auch eine irgendwelche unmögliche Dezimalzahl, dann würde ich zum Berechnen hier die einfach erscheinenden Koordinaten nehmen. Da ist einfach das Fehlerrisiko geringer. Na, aber grundsätzlich müsste in beiden Fällen das Gleiche herauskommen. Es sei denn, ihr rundet, ja, wenn ihr mit gerundeten Koordinaten oder auch hier mit gerundeten Steigungswerten rechnet, dann setzt sich dieser Rundungsfehler fort und es kommen leicht abweichende Werte bei den beiden Rechnungen raus. Also eine Rechnung reicht mit P oder Q. Wenn ihr Zeit habt, ja, oder euch unsicher seid, dann führt ihr beide Rechnungen durch und wenn in beiden Fällen, wie hier bei uns vorhin, das gleiche rauskommt, habt ihr sogar noch eine Probe und die Bestätigung, ja, es ist richtig. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim selber arbeiten.